Was ist Planetary Health? Warum ist die planetare Gesundheit für uns von Bedeutung? Wie können und wollen wir zukünftig leben? Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Das erkläre ich Ihnen in den nächsten 25 Minuten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Was ist? Heute geht es um Planetary Health, eine nachhaltige Zukunft aller. Ich bin Susanne Esslinger, ich habe eine Professur für Gesundheitsförderung und Prävention an der Hochschule Coburg. Die Reihe wird veranstaltet von der Hochschule und von Creapolis als Teil unserer Hochschule. Um zu verstehen, was das Thema Planetary Health bedeutet, muss man zunächst einmal feststellen, ob der Planet krank ist. Und tatsächlich werde ich mit Ihnen eine Anamnese des Planeten durchführen. Ich kläre danach das Verständnis über die planetare Gesundheit und schließe mit der Bedeutung für unsere Zukunft. Wie ist es um die Gesundheit des Planeten bestellt? Lassen Sie uns kurz schauen, was die Faktenlage ist. Unser Planet ist krank. In der Anamnese sehen wir, dass Klimawandel, Verschmutzung und Verlust von Artenvielfalt heute ein Riesenthema ist. Sie sehen hier auf dieser Abbildung die globale Temperaturentwicklung. Und so hat sich von 1880 bis heute die Temperatur bereits um fast 1,2 Grad erhöht. Das ist ein Faktum, mit dem wir leben müssen. Und das hat Folgen. Es wird wärmer. Na und? Ist doch schön. Nein, ist es nicht. Nicht nur. Warum? Wenn das Klima, die Temperaturen sich erhöhen, gibt es mehr Wettersituationen, die nicht mehr zu kalkulieren sind. Weltweit sehen wir die Wettersituation, dass Polareis abschmelzt, dass Gletscher abschmelzen und Permafrostböden nicht mehr so sind wie früher. Wir sehen hier auf der linken Seite einen Eisbären, der eben nun aufgrund der steigenden Meeresspiegel am Nordpol nicht mehr auf dem Eis ist, sondern auf dem Festland sich befindet. Sie sehen daneben auch die erhöhte Wettervariabilität und mehr Extremereignisse, wie hier eine Umweltkatastrophe in Brasilien, wo ganze Häuser in den Abgrund gerutscht sind. So weit müssen wir gar nicht gehen. Der Klimawandel hat uns erreicht. Letztes Jahr war das Hochwasser im Ahrtal und auch hier sehen wir, die Infrastruktur, Bahngleise sind bereits zerstört und hier drüben auf dem Hang gibt es leckeren Weinanbau, der aber auch gefährdet ist durch unseren Klimawandel. Das hat Auswirkungen auf uns, auf unseren Konsum, auf alles, was uns umgibt. Dürre ist eine andere Folge in Deutschland. Die Böden haben nicht mehr so viel Feuchtigkeit und Wasser. Die Landwirtschaft hat es schwerer. Und wenn wir hier in der Coburger Region im Sommer über die Felder gehen, wenn dort geackert wird mit den Landmaschinen, dann sehen wir die riesigen Staubwolken hinter uns her. Speziell hier in Franken, im Norden Bayerns, sind wir auch stark betroffen vom Waldsterben. Warum? Durch die geringeren Niederschläge bekommen die Bäume nicht mehr genug Nährstoffe und Wasser. Sie dürren aus. Eine super Sache für Borkenkäfer. Sie nisten sich ein, sie gedeihen, sie fressen die Bäume kahl. Wenn Sie einen Waldspaziergang machen, sehen Sie es. Wälder sind gerodet, Lebensbedingungen für Tiere sind zerstört und vor allem die wertvollen Bäume, die unsere Luft reinigen, sind für uns nicht mehr da. Die Erde ist zunehmend verschmutzt. Es gibt Plastik, Chemikalien in Wasser und Böden, Plastik in Meeren, an Stränden und auch in Tieren, die qualvoll verenden. Wir wissen, Überdüngung von Gewässern mit Stickstoff und Phosphat ist für uns alle nicht gut. Und ich habe Ihnen noch zwei Bilder mitgebracht, wo Sie sehen, wie Luft, Feinstaub aus der Verbrennung und eben auch tatsächlich richtiger Smog über ganzen Städten liegt, wo Tausende, Millionen von Menschen leben unter diesen Bedingungen. Der Planet ist weiter krank. Es sterben schon einige, zwar noch nicht die Menschen durch diesen Klimawandel direkt, aber direkt sterben und sind bedroht Tiere, Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Insekten. Ja, der Eisbär hat nicht mehr den Lebensraum, den er eigentlich bräuchte. Die Bienen liegen hier. Sie kennen die Initiative Rettet die Bienen, weil sie auch bedroht sind. Der Verlust von natürlichen Ökosystemen wie tropische Wälder, die eben abgeholzt werden, oder auch Moore, die wir ausbeuten, ist heute tatsächlich vorhanden. Und hier noch ein kleines Bild vom Massensterben am Great Barrier Reef, einem Korallenriff, wo bereits ein Drittel aller Arten 2016 ausgestorben waren.
Unser Planet ist wirklich krank. Und was hat das mit uns zu tun? Warum erzähle ich das Ihnen? Wenn der Planet krank ist, weil die Arktis schmelzt, weil Sonnenstrahlen schlechter reflektiert werden und der Meeresspiegel steigt, dann haben wir es tatsächlich eben viel mit Überschwemmungen zu tun, mit großen Katastrophen. Wenn der Permafrostboden auftaut, dann wird auch Methan freigesetzt und das ist nicht gut für unser Überleben. Wenn der Wald stirbt, wird CO2 freigesetzt, statt aufgenommen durch den Wald. Und die direkten Folgen sind dann, es gibt Stürme, es gibt Überschwemmungen, es gibt Dürren, Hitzen und Feuer. Und die indirekten Folgen, und die sehen wir eben oft nicht sofort, sind einfach vereinfachtere Krankheitsübertragungen. In Katastrophengebieten sind beispielsweise Hygienebedingungen nicht mehr so gut und Menschen können sich schlechter schützen vor entsprechenden Krankheiten. Oder aber auch, indem andere Tiere zu uns kommen, die wir früher nie hier hatten. Die Zangefliege ist jetzt bei uns nach Europa schon gekommen und hat das Fieber angefangen auch zu verbreiten. Es gibt Hungersnöte und das alles führt zu Migration. Menschen wollen dahin gehen, wo sie bessere Lebensbedingungen haben. Und insgesamt gibt es psychische und politische Folgen dieser Krankheit des Planeten. Das können Sie sagen, na und? Wir leben doch ganz gut. Aber tatsächlich ist es so, es gibt keinen zweiten Planeten. Wir können noch so weit fliegen, bis irgendwo hin, tatsächlich auch gegen viel Geld, aber nirgendwo ist das Leben bislang möglich auf dem zweiten Planeten. Das sollte uns doch tatsächlich nachdenklich stimmen. Und das tut es auch. Schon lange macht man sich Gedanken über nachhaltiges Handeln. Nicht die Masse der Menschen, aber doch einige. Und wir müssen verstehen, dass wir die Gesundheit des Planeten tatsächlich thematisieren müssen, weil der Planet ist unsere Lebensgrundlage. Das machen Forschende, die sich eben mit der Thematik auseinandersetzen. Zum Beispiel Gesundheitswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und uns geht es hier um einen Standard an Gesundheit, Wohlbefinden und Gerechtigkeit weltweit. Wir müssen aber berücksichtigen, wie die Menschen in Systemen handeln und leben. In der Politik, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Und das alles miteinander in Einklang bringen, damit die Zukunft der Menschheit in dem natürlichen System der Erde weiterhin möglich ist. Gesundheitswissenschaftler nehmen in ihren Blicken verschiedene Perspektiven ein. Man kann zunächst mal beim Individuum sein. Und das Individuum ist hier ganz klar sichtbar ein Teil des Planeten. Betrachte ich die Individualgesundheit, zum Beispiel als Medizinerin, dann geht es mir darum, wie geht es einem Menschen? Hat er eine Herzerkrankung und braucht er vielleicht eine Medikation? Wunderbar. Aber dieses Aufgabenfeld reicht ja noch nicht alleine. Wir können uns als Gesundheitswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch fragen, wie geht es nicht nur einem herzerkrankten Patienten, sondern wie geht es allen Patienten mit Herzerkrankung? Das wäre eine Public Health, eine bevölkerungsbezogene Sicht. Man kann darüber forschen, wie geht es den Menschen mit Kreislauferkrankungen, wie geht es den Menschen mit Diabetes, wie geht es jungen Menschen, wie geht es Menschen mit Migrationshintergrund. Das wäre ein bevölkerungsbezogenes Denken in puncto Gesundheit. Jetzt kann ich aber in einer globalen Welt über den Tellerrand gehen und sagen, wie ist das eigentlich global? Wie geht es Menschen mit HIV in Deutschland oder in Europa im Vergleich zu denen in Afrika? Das hat mit Versorgungsbedingungen zu tun, mit kulturellen Faktoren, mit wirtschaftlichen Faktoren. Da gibt es viele Einflussgrößen, die hier wirken. Zunehmend interessant wird für die Gesundheitswissenschaft zu denken in One Health. Es geht nicht mehr nur um die Gesundheit von Menschen, sondern durchaus auch um die Gesundheit der Tiere. Warum? Wenn es tatsächlich so ist, dass eine Fledermaus den Coronavirus in die Welt getragen hat, ist es wichtig zu verstehen, was hatte die Fledermaus. Weil vielleicht gibt es morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr eine andere Krankheit von einem Tier übertragen. Wie ist das mit der Schweinepest, mit dem Rinderwahnsinn? Wenn wir dieses Fleisch essen, wenn wir diese Nahrung aufnehmen, dann sind wir unmittelbar davon betroffen, wie es uns gesundheitlich geht. Bienensterben, Artenvielfalt habe ich schon genannt und indirekt spielt das eine Rolle, wie es den Tieren geht. Das ist One Health Denken. Wenn ich das ganze Feld noch größer aufmache, sage ich Planetary Health. Die planetare Gesundheit ist ein zentraler Blickpunkt für uns, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, weil wir aus der Erde kommen, von der Erde stammen und wiederum nur mit ihr gemeinsam weiter bestehen können.
Soweit, so gut. Diese Einsicht ist ja nun schon mal in Ordnung, aber man muss sich ja auch tatsächlich damit beschäftigen. Wie machen das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Nochmal kurz zurück. Eine Pandemie bedingt durch eine einzige Infektion. Das müssen wir erst einmal verstehen. Es ist nicht sicher, dass es uns gut geht. Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten der Welt, haben großen Einfluss auf unser aller Gesundheit. Es reicht auch nicht, Lösungen zu finden, die im technologischen Bereich sind. So können wir viele Apparate haben, aber wenn um uns herum das Leben nicht mehr möglich ist und bedroht ist, können wir auch keine guten Lebensbedingungen erleben und gesund mit Wohlbefinden leben. Der Planet ist groß. So groß wie ein Elefant im übertragenen Sinn. Wenn wir verstehen wollen, was mit dem Planeten los ist, braucht es viele Disziplinen. Es gibt eine Parabel aus Asien, die darum geht, zu erfassen, was ist eigentlich ein Elefant. Und dort waren 6 Wissenschaftler, die blind waren und den Elefanten ertastet hatten. Und weil der Elefant so groß war, hatte jeder nur einen Teilausschnitt. Der erste hat gesagt, der Elefant ist ein Speer und griff an seine Elfenbeinzähne. Der zweite sagte, der sich am Rüssel befand, der Elefant ist eine Schlange. Und der da oben auf ihm saß und ritt, sagte, ach, die Ohren, das ist ein Fächer, mit dem ich es zu tun habe. Unten saß eine Wissenschaftlerin, sie sagte, es handelt sich um einen Baum. Und derjenige, der an seinem Bauch stand, sagte, es ist eine große Mauer. Schlussendlich wedelte einer am Schwanz und sagte, es handelt sich um ein Seil. Wer hat nun recht? Alle auf ihre Weise. Sie haben verschiedene Perspektiven. In der Wissenschaft würde man sagen, sie schauen aus verschiedenen Paradigmen auf eine Sache. Wir müssen diese Paradigmen überwinden und wir müssen Perspektivenwechsel vornehmen. Wir müssen ganzheitlich schauen, kommunizieren, uns austauschen, um den Elefanten als Ganzes zu erkennen. Und nur wenn uns das gelingt, wissen wir, was ist mit dem Elefanten los. Und genauso ist es mit der Erde. Wie machen wir das? Wir gründen zunächst ein Netzwerk. Tatsächlich ist das geschehen im Jahr 2012. Interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch zu großen Teilen aus der Nachhaltigkeitsbewegung kamen, haben sich zusammengeschlossen. Ein Netzwerk alleine funktioniert nicht. Man braucht auch Ressourcen. In den USA gibt es Rockefeller. Und Sie kennen das vielleicht, reich wie Rockefeller zu sein. Ein ehemaliger Banker, der viel Geld hinterlassen hat und auch eine Stiftung gegründet hatte. Und aus diesen Geldflüssen wurde das Rockefeller-Institut gegründet, was sich mit Planetary Health auseinandersetzt. Wenn man denkt und forscht und arbeitet, will man auch, dass etwas bleibt. Man schreibt. Deswegen gibt es The Lancet Planetary Health Journal, eine Zeitschrift, in der Wissenschaftler ihr Know-how teilen und der Welt zur Verfügung stellen. Die Überlegungen zu Planetary Health als sehr junge Disziplin, wie wir hier sehen, seit 2012 erst, resultieren letztendlich aus einer schon zurückliegenden Geschichte der Nachhaltigkeit und der Gesundheitsförderung. 1986 in Ottawa wurde die Charta for Health Promotion für Gesundheitsförderung weltweit sozusagen in den Raum gestellt und entwickelt. Und es folgten just die Ziele der Nachhaltigkeit in der Agenda 2030 von der UN verabschiedet. Die Agenda for Sustainable Development. Und diese Sustainable Development, diese Nachhaltigkeit, hat 17 Ziele. Und alle diese Ziele sollen erreicht werden, global von allen, die diese Deklaration unterschrieben haben, damit es nämlich abgesichert ist, dass die Gesundheit Einzelner, die Gesundheit der Rahmenbedingungen, also das Verhalten und der Verhältnisse und die Gesundheit des Planeten mit betrachtet werden und eben wirklich bestmöglich erhalten bleiben. Ein hoher Anspruch. Planetary Health. Das vereint nun ganz viel und gleichermaßen ist es doch ganz wenig. Die Gesundheit. Und zwar nicht nur unsere Gesundheit, sondern die unserer Lebensbedingungen, die des Planeten. Lassen Sie mich kurz durchgehen. Sie sehen hier 7 verschiedene Faktoren und ich gehe einfach von der 1 zu der 2 und so weiter mit Ihnen durch. Was ist zunächst zentral? Wir brauchen ein grundlegendes neues Verständnis und müssen uns zurückbesinnen und achtsam werden, dass wir mit
der Natur und dem Planeten unweigerlich verbunden sind. Der Mensch kommt aus der Natur und er geht wieder zurück in die Natur. Ich habe Ihnen hier zwei Bücher mitgebracht. Im ersten Punkt Thich Nhat Hanh. Er ist unlängst verstorben, ein buddhistischer Mönch. Er hat sehr viel über Achtsamkeit gelehrt und ein Buch geschrieben, Das Glück, einen Baum zu umarmen. Ganz ähnlich auch Peter Wohlleben, Das geheime Band zwischen Natur und Mensch. Die beiden haben zum Thema, dass man sich wohlfühlt, wenn man in der Natur ist, dass wir die Natur brauchen. Wir sind Teil der Natur. Wir können, wenn wir uns mit Planetary Health beschäftigen, lernen davon, wie Urvölker leben. Wir können überlegen, unseren Blick auf die Welt, wer wir sind, wie es gut ist zu leben, in Frage stellen und uns rückbesinnen, was haben die anderen vor uns gemacht, wie wichtig ist es. Es sollte so sein, dass jeder von uns versteht, wie eine Kuh und weiß, wie eine Kuh aussieht und sich anfühlt. Das ist nicht mehr gegeben. Wir erleben aber tatsächlich ein Denken in planetare Gesundheit, wenn die Schulmedizin beispielsweise von der Naturheilkunde mit komplementär bedient wird, um eben das Wohlbefinden einzelner Patientinnen und Patienten zu verstärken. Der zweite Aspekt, das sogenannte Anthropozän. Wahrscheinlich wird diese Zeit, in der wir heute leben, später in diese Zeitphase des sogenannten Anthropozäns einmünden und alle werden sagen, das war damals das Anthropozän. Was heißt das? Eine Zeit, in der der Mensch in den Planeten, auf den Planeten eingreift. Der Planet von Mensch befallen ist und vielleicht oder auch sicher deswegen auch krank wurde. Menschliches Handeln in der Welt und was davon bleibt. Und hier sehen Sie eine große Stadt, die gebaut wurde durch menschliches Handeln, die natürlich die Natur unweigerlich beeinflusst hat. Die Eingriffe in der Natur führen zum Beispiel zu Klimawandel und den vorangegangenen genannten Katastrophen. Die Eingriffe in der Natur führen dazu, dass es Krankheitsbilder gibt. Stress beispielsweise, ein Thema, Burnout, was in aller Munde ist. Unser Handeln hat Einfluss auf die Befindlichkeit des Planeten und von uns allen. Das ist komplex, diese Zusammenhänge zu erfassen. Das heißt, wir müssen hier beim dritten Aspekt verstehen, dass wir in einem systemtheoretischen Vorgehen denken müssen. Was ist die Ursache? Was ist die Wirkung für ein Phänomen? Wo sind Zusammenhänge und Stellschrauben? Was passiert aus einer Chaostheorie betrachtet, wenn ein Schmetterling die Flügel schlägt und ein Sturm vielleicht dadurch ausgelöst wird? Wenn eine Fledermaus in China von A nach B über den Wochenmarkt fliegt und dadurch ein Virus verbreitet? Wie kriegen wir das auseinanderklamüsert? Das ist anspruchsvoll. Und bei all dem Handeln und Denken brauchen wir eine normative Basis, eine Wertebasis, an der wir uns orientieren können. Ein Verständnis über ein gutes Leben aller gemeinsam, was möglichst weltweit Gültigkeit hat. Und hier sind sie, die Ziele der UN. Nachhaltigkeitsziele, 17 Stück. Ich greife mal zwei, drei heraus. Keine Armut weltweit, kein Hunger weltweit und eine gute Gesundheit und Wohlbefinden für alle. Das sind die ersten drei Ziele. Sie sind nicht priorisiert, sie sollen alle drei gleich wichtig sein. Das ist die Messlatte unseres Handelns für die Zukunft. Und tatsächlich finden Sie diese Ziele mittlerweile auch in Managementsystemen als Teil der Zielerreichung mit dokumentiert. Sie spielen eine Rolle für uns und sie geben eine Stoßrichtung vor. Und wir wissen, wie fragil sie sind. Wenn wir jüngst daran denken, dass einzelne Herrschende der Welt andere Teile der Welt bedrohen. Wenn man so viel vorhat und so viel verstanden hat, dass man mit der Erde zusammenhängt, dass man sie beeinflusst, dass man das nur im Großen und Ganzen gemeinsam klären kann, auf einer normativen Basis der Nachhaltigkeitsziele, dann muss man in ein Handeln kommen, in einen Move. Fridays for Future ist so eine Bewegung hier vor Ort direkt, die sich dafür einsetzen, dass sich etwas ändert an den Lebensbedingungen, an unserem Verhalten und Handeln in der Welt. Und so ein Movement gibt es weltweit und man kann sich über die virtuelle Welt hier sehr gut vernetzen. Es muss uns klar werden, dass wir alle etwas dafür tun können und wir müssen uns kooperativ zusammenschließen, entsprechend auch zu handeln. Das ist ja noch sehr abstrakt. Kann das jeder? Bringt das was? Ist doch eigentlich egal, ich kann da nichts machen. Die Politiker, die müssen das regeln.
Aber nein, wir können vor Ort beginnen, etwas zu tun. Im Rahmen der Faktoren, die uns umgeben, können wir ganz klar heute schon jeder Einzelne von uns das Handeln verändern. Sie schütteln den Kopf und sagen, ach, ich bin ein kleiner Wicht, das kann doch gar nicht sein. Ich kann Ihnen sagen, versuchen Sie einzuschlafen am Abend in Ihrem Zimmer und es ist eine Stechmücke im Raum und Sie werden sehen, was die für einen Einfluss nehmen kann, obwohl sie winzig klein ist. Und genauso im übertragenen Sinne können Sie auch Einfluss nehmen und heute beginnen, anders zu handeln, achtsamer zu sein, nachhaltiger zu werden. Wenn das alles geschieht, muss noch bewertet werden, ist das gut, ist das schlecht? Was für Kriterien müssen wir uns eigentlich stellen für eine gute Gesundheit, für einen guten Lebenserhalt, für eine Gesundheit aller und auch des Planeten? Und da geht es wahrscheinlich nicht nur darum, beispielhaft Gewinn anzuhäufen oder profitabel zu arbeiten oder in Urlaub fahren zu können, sondern es geht eben auch darum, übermorgen generationengerecht noch leben zu können auf unserer Welt. Sie sehen, ein großes Thema, was sehr ausufernd ist, worüber man wirklich lange nachdenken könnte. Und genau darum geht es mir. Was hat das für eine Bedeutung für mich persönlich und für Sie auch, für uns alle letztendlich? Aus ganz persönlicher Sicht bin ich aufs Land gezogen. Ich lebe auf dem Coburger Land und ich versuche nachhaltig zu sein. Ich fahre mit dem Fahrrad, wann immer ich kann und ich genieße es, mit der Natur verbunden zu sein. Hier sehen Sie meinen Mann mit seinem Traktor unterwegs. Ich bin aber auch Wissenschaftlerin. Ich bin Lehrende, ich bin Forschende und sehr gerne an der Hochschule Coburg. Dort setze ich mich für Nachhaltigkeit ein, ganz aktiv. Ich veranstalte Seminare zu Planetary Health und ich denke über einen Studiengang Planetary Health an der Hochschule Coburg nach, weil ich denke, es ist Zeit für ein anderes Morgen, das wir alle mitgestalten können. Seien Sie Teil davon, melden Sie sich bei mir, wenn Sie Ideen haben. Ich hoffe, es hat Ihnen heute Spaß gemacht zu hören, was ist Planetary Health und was hat das mit mir zu tun und wie kann ich handeln, dass es uns morgen besser geht. Ich danke Ihnen.